Jetzt zu den Sachen Waffen, Dignidad und vieles mehr. Was ein Hopp und viele andere wussten und mitgemacht haben. Die zwei Muskrepte sind von Kurt Schnellenkamp, den einen Mann der deutschen Sekte unterzeichnet. Er sagt, dass 80 getarnte Kisten mit Massenvernichtungswaffen in Richtung Irak herausgeschafft wurden. Er berichtet auch von der Einfuhr biologischen und chemischen Kriegsmaterial nach Chile und wie Zollbeamte bestochen wurden. In zwei tragischen Augenblicken seines Lebens enthüllt einer der gefährlichsten Führungsmänner der Kolonie Dignidad, was bislang in keinem Prozess gegen die Sekte untersucht wird. Kurt Schnellenkamp, 80, hob den Schleier seines Gewissens und teilte seine Blut-, Todes- und Feuersünden mit seinem Seelsorger und seinem Gott als Zeugen. In zwei auf Deutsch handgeschriebene Briefen an Paul Schäfer von 1987 und 1996 berichtet er diesen vom heimlichen Verkauf mächtiger Massenvernichtungswaffen an den Irak, die 87 die Kolonie verließen, von der Einfuhr biologischen Kriegsmaterial nach Chile aus Deutschland und Belgien durch Hartmut Hopp und dem Empfang chemischen Kriegsmaterials in dem deutschen Fundo, das aus Deutschland über die Zweigstelle der Kolonie in jedem Land geschickt wurde. Schnellenkamp erinnerte Schäfer mit gequälten Worten: Meine Sünden, die ich dem lebenden Gott in dem Himmel zuschreie, daran, wie wir die chilenischen Zollbeamten mit Millionen Summen bestechen mussten, um diese Ziele zu erreichen. Missbrauchte Kinder. Im ersten Brief vom 7. Januar 87 vergegenwärtigt er sich, dass er 2,5 Wochen früher eine Ladung von 80 Kisten vermeintlichen Achsen für Lastwagen arrangieren musste, die für den Irak bestimmt waren. Doch Hans-Jürgen Blank und ich wussten, dass 50 davon hochgefährliche Kriegswaffen enthielten. Jürgen Blank, Hans-Jürgen Blank, ist ein weiteres Mitglied der deutschen Führungsriege der Sekte und war der juristischen und Verwaltungsangelegenheiten beauftragt. Ist das nicht ein Zeichen? Hopp hat mitgewirkt und will nichts wissen. Ich sage nur, wo ist Wahrheit, wo ist Gerechtigkeit, wo ist der deutsche Staat, demokratische Staaten, und forscht nach, was getrieben wurde. Wir sind doch die Opfer. Eine wichtige Nachricht an den Ewald Frank. Wenn Gott Gnade schenken möge für ein friedliches und offenes Gespräch. Sonst muss ich Irmgard ins Krankenhaus bringen. Sie weint und ist nicht mehr wegen des Telefonsgesprächs und dass sie und ich als diejenigen angesehen werden, die Wahrheit nicht sagen. Darum bitte ich, sie ist nur noch mit Liebe zu begegnen und ich auch. Wir wollen gerne lernen, was gemacht haben, sind dazu bereit. Heinz,
Meine liebe Irmgard ist nicht mehr zu trösten. Sie weint es nicht mehr. Sie kann es nicht verkraften, dass etwas gesagt wird und wir sind die Opfer. Es eilt, denn der Brief beschreibt im Einzelnen, warum es so ist. Möchte es mir gerne in der Wohnung erleben, damit ich beweise und die DVDs alles schleppen muss. Denn was du, lieber Bruder, nicht glauben kannst, kann ich dir original zeigen in wenigen Minuten, dass endlich Licht und Wahrheit in die Sache Colony Dignidad kommt und in den Betrug. Wir sind nicht allein Hörer, sondern nehmen das Wort sehr ernst. Darum bitte ich, nach Vorschriften des Arztes darf ich Sie nicht mit diesen Sachen belasten. Das schadet Ihre Gesundheit. Im Anhang ist der Brief. Bin zu jeder Zeit in Liebe und Frieden bereit, Lehre und Wahrheit zu regeln. Deine Glaubensgeschwister Irmgard. So ist die Sache. Und jetzt schreibe ich mal zu dem Rechtsanwalt Erben, da muss man den Hut an für sich ziehen, aber in anderer Sache will er nicht den Frank die Gemeinde schädigen, weil er eben Mitglied und darin Rechtsanwalt ist. Aber dieser Herr, Erben Moja, er hat sich, wie das Wort Gottes sagt, er hat uns gesucht und sich bitterlich für seine Taten entschuldigt. Das rechne ich in Ruhe an. Das hat bisher noch keiner gemacht in dieser Gemeinde. Lieber Arm, im Anhang ist eine Antwort auf deine Nachricht. Den kein Mensch soll sich einbilden. Er ist besser als der andere und somit muss auch Herr Ewald Frank und die anderen Brüder vom Hohen Ross herunter, denn wie wir von 2005 an von den Einzelnen behandelt wurden und als Aussätzige, obwohl wir mit ihnen reden wollten und die Sachen aus der Welt schaffen wollten, war es genauso wie in der Sekte Dignidad. Sie wussten es besser und wir haben zu folgen, ob Unrecht oder nicht. Wir wurden dann noch bei Widerreden bestraft. Die Wahrheit galt nichts. Denn wenn wir singen und blasen, üben sollen und am Monatsende mitspielen und dann es doch nicht durften, trotz Vorspielen am Telefon und uns gesagt wird, wir spielen mit, wollten wir wissen, warum wir es nicht durften und mit einer Gewaltrede uns auf den Platz wiesen, bis heute keine Entschuldigung oder Äußerung, warum selbst einige Sänger konnten es nicht mitverstehen. Dass die zwei Minuten aus Chile da waren, gleich mitsingen konnten und blasen, solche Weise und Handlung ist für uns unbegreiflich. Wir können ein Buch darüber schreiben, was uns Erich und Harry Schmidt uns angetan haben. In meiner Bibel steht, achte einer den Nächsten höher als sich selbst. Aber das Tun ist groß geschrieben, dafür das Herausekeln nicht. Wo ist die Liebe? Wie oft wollten wir die Sachen klären, nur widerspenstige Anweisungen, die zum Himmel schreien. Und dann sollten wir den Gottesdienst miterleben. Ich sage von einer Sekte in die andere, weil wir Wahrheit reden gelernt haben, mag kommen, was es sei. Denn das ist das Wichtigste. Zur besseren Verständnis sage ich noch dazu, der Herr schreibt uns, wir sollen, wenn wir das Abendmahl nehmen, vorher mit unserem Nächsten alles bereinigt haben. Wir wollten es, da wurde uns gesagt, könnten es so nehmen, das kannst du später machen.
Wo ist da der Respekt vor dem Worte Gottes? Es ist nur eine Sache. Hundertfach kamen solche Gelegenheiten vor. Nur das zu wissen, dass du wissen sollst, wir passen da nicht hin und sind nicht erwünscht, weil wir Wahrheit reden und den Unsinn, der gesagt wird, nicht mehr ertragen können. Die Bibel lehrt uns anders und wir haben das Gute und die Wahrheit reden vom Elternhaus mit auf unserem Weg bekommen. Darum müssen wir verfolgt und gepeinigt werden. Und zum Schluss möchte ich erwähnen, dass wir von Brüdern, die in der Gemeinde waren, gewarnt worden sind. Sie haben sich persönlich in USA bei Bruder Branham erkundigt, was die Wahrheit ist oder nicht, weil vieles gesagt wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Und diese haben uns gewarnt zu prüfen. Aber wie wir auch so gutmütig und gutgläubig sind, sind wir wieder in eine Sekte hineingeraten. Und warum wurden wir bedroht? Von den Grazer. Wie wir sagen etwas gegen den heiligen Ewald Frank, dann wird uns Gott strafen und haben uns die Hölle heiß gemacht, wenn wir das nicht befolgen. Dann, in meiner Bibel steht schon geschrieben, allein Gott, der Herr, ist heilig. Kein Mensch und auch kein Ewald Frank. Paul Schäfer hat auch sich als der heilige Vater und der Prophet ausgegeben. Wo ist er heute? Zumal Herr Ewald Frank Paul Schäfer kannte und uns vieles im Vertrauen gesagt hat. Wir denken unser Teil. Denn die Reden und der Umgang in der Gemeinde ist nicht anderes. Jeder denkt an sich, der andere ist ihm nichts wert. Ich musste das schreiben. Es liegt mir so auf der Seele. Denn die Bibel schreibt, das Gute behalte und das Spreu schmeiß weg. Man ist doch nicht gezwungen, jetzt nur in die Mission zu gehen, weil man sonst nicht ins Himmelreich kommt. Da frage ich mich nur, wie so etwas von vorn gepredigt werden kann. Es ist zum besseren Verständnis für dich haben. Denn du sollst wissen, wir haben beide eine Gemeinde gehabt in den 50er Jahren im Elternhaus, wo der Geist Gottes Berge versetzte. Daher merken wir und sehen immer wieder, es nützt nicht, die Bänke warm zu setzen und jeden Monat über seine Sünden beten lassen. Und in der Zwischenzeit kann man singen, kann man seinen Gelüsten nachgehen. Der Weg ist dornig und steil und ernst zu nehmen. Lieber Abend, sei mir nicht böse, dass ich dir so einiges ganz persönlich geschrieben habe. Denn man kann, ohne sich klären, solche Sachen nicht umblättern, wie so oft es verlangt und gesagt wird. Denn 80 Jahre solche Zwangs- und Sklaverei, Elektroschocks und jeden Tag Gift bekommen. Aber ich lebe, weil ich gegen dieses Regime war und der Herr seine Hand über mich hatte. Denn er hat unser Schreien auf dem Felde zu ihm gehört und uns errettet. Kannst den Hartmut fragen. Der hat uns einiges beim Klären und Aussprechen vor Gott die reine Wahrheit gesagt und sich entschuldigt. Dabei kam heraus, dass wir beide die Schlimmsten waren, die behandelt wurden. Und ich in Deutschland schon als gesunder Mensch, als Schizophrenie-Patient vom Schäfer behandelt wurde mit den Tabletten, die zum Tode geführt hätten. Ohne ärztliche Genehmigung habe ich diese als normaler und gesunder Mensch bekommen. Nur weil ich ein Gegner dieses Regime war und mir es nicht gefallen ließ, an mich heranzukommen und seine Untugend zu machen. Könnte noch weiter fortfahren.
nur damit du weißt, hier muss Liebe für solche Menschen hin und aussprechen, aber nicht vor Vergewaltigung mit den Worten, wenn du noch einmal aus Chile was sprichst, sorge ich dafür, dass du für immer in die Psychiatrie kommst. Solche Vergewaltigung von den ältesten Brüdern ist verheerend und strafbar. Darum sage ich offen, die Liebe ist erkaltet, denn jede Kleinigkeit war zu viel und man hat uns doch im Stich gelassen. In welcher Gemeinde kommt es etwas vor, die gottesfürchtig ist? Da tut man doch alles für den Nächsten. Ja, ich habe alles getan, nur ausgebeutet, habe vielen die Wohnung mit eingerichtet, aber von meiner Tasche. Und als ich Hilfe brauchte, da waren nur Ausreden und der Weg zu weit. Ja, für mich waren 40 Kilometer mit dem Rad nicht zu weit, dem Nächsten und den Geschwistern zu helfen, trotz unausstehlichen Schmerzen. Aber geklagt habe ich nie. Ich habe es gern gemacht. Nur wie sieht es in der Volksmission aus mit der Liebe beim Nächsten? Ja, ich muss es schreiben, Arm. Denn irgendwann platzt der Kragen, weil für die Liebe noch obendrein bestraft und herausgeschmissen werden. Und wir sind nun die Schuldigen. Wehe denen, die auf dem Weg der Gottlosen wandeln. Kommt mir gerade durch der erste Psalm, den ich als Fünfjähriger gelernt habe. Wir sind mit unserem Herrn über Berge gesprungen. Das können wir frei heraussagen. Für unserem Herrn, wie er trotz Widerspruch das Leben gerettet hat. Aber wer macht sich über diese Wunder Gedanken? In aller Liebe, Heinz.